Yo, yo, peace, Leute! Hier wieder auf meinem Kanal Stefan Nintendo bei Pokémon Trading Card Game. Wir sind hier beim Pokémon Dom, haben auch die Maike besiegt, also Feuer Lavados Deck und Zapdos Deck. Der letzte Kampf war echt schwer mit seinem Zapdos. So, der nächste wird ein Arktos haben. Und dann der übernächste, der hat so ein Dragoran-Deck, also alles nicht einfach. So, und ja, das wird auf jeden Fall spannend. Bleibt dran. Stefan, hast du dein Deck fertig? Nein, also Duell vorbereiten, nein. Sehr schön, lass uns das Deck-Duell beginnen. Sollen wir anfangen? Es gibt 6 Preise. Großmeister Paul, legendäres Arktos-Deck. Hoffentlich ziehe ich mal gute Karten hier, meine Freunde. Okay, kann man schon mal damit anfangen. Ich habe einen Arktos. Brauche nur viele Wasserenergiekarten. Und Kopf habe ich auch, das ist auch sehr gut. Und ein Totok habe ich. Trotz alledem muss ich erstmal Shiggy ready machen, dass wir hier mal ein bisschen anfangen können. Was hat denn der gezogen? Das geht alles immer zu schnell. Ein Lapras. Okay. Ihr wisst ja, so vom Lapras bin ich nicht der Fan. Es kann Konfusstrahl. Und ja. Gebe ich jetzt Shiggy und setze Professor Eich ein, auch wenn Turtok und Yugon drin ist. Ich brauche Wasserenergiekarten. Das hebe ich auf. Ein Chillock wäre jetzt auch nice, aber ich will mein Arktos ready machen. Das heißt, ich weiß schon, was seine Taktik ist. Und zwar, er hat meistens immer Chanera am Anfang, weil Chanera so viel Leben hat, dass er schön seine anderen Pokémon fertig macht. Also sein Arktos, sein Europe, dann entwickelt er Yugong, dann macht er sein Lapras ready. Das ist sein Taktik-Ding. Am besten, man macht seine Pokémon ganz schnell ready und hat was in der Hand. Also, bin ich bescheuert, ich würde das auch jetzt irgendwie hinkriegen, den vielleicht irgendwie auch platt zu machen. Radikal wäre auch gut, oder? Okay. Oder hatten wir einen Yugong gerade gehabt? Ich glaube schon, oder? Ja. Ja, ja, das ist... Das gefällt mir. Und das gefällt mir auch. Okay, das wird sehr spannend, Leute. Und noch ein Yugong. Aber ich muss erst Arktos ready machen. Entwickel jetzt trotzdem mal. Weil wenn er diese ganzen starken Pokémon hat und ich habe sie auch, dürfte es eigentlich, also es ist immer Glückssache auch natürlich, ne, aber naja. Okay, wir haben jetzt Bill, das ist gut. Okay, Arktos Arktos wäre soweit ready. Ja gut, der macht mit Chanera nichts. Ich weiß das. Der macht schön seine anderen Pokémon ready. Genau. Das ist das, was ich euch erklärt habe. Ich habe mich nämlich ein bisschen erkundigt und seine Taktik, das ist halt seine Masche, ne? Also. Mach mal jetzt Hyperheiler. Nehmen jetzt von seinem.
Nee, das nimm mal von seinen Lapras weg. Schau, unsere Karten sind schon wieder fast weg. Jetzt mach ich mal meinen Yugong ready. So. Leider nicht. Nicht gut. Oh Mann, mit seinem Kung-Fu-Strahl. Okay, gut. Macht soweit keine Probleme, das ist sehr gut. Ich darf halt auch nicht zu viel ziehen, ne? Weil sonst muss den ja auch platt machen, ne? Also sobald ich meinen Yugong ready hab, ich schwör's dir. Ich muss aber trotzdem noch einmal Bild ziehen. Jawolla! Okay. Jetzt macht euch auf was gefasst. Eine neue Ära bricht an. Stefan Nintendo wird die Pokémon-Liga heute schaffen. Oder vielleicht morgen. Mal schauen. Ich muss ja gegen Uwe auch noch antreten. Also. Okay, meine Freunde. Ach so! Na, wenn's ja so ist. Leck mich am Arsch. Damit habe ich keine Probleme, meine Freunde. So, jetzt bist du erstmal. Also, Lapras. Komm. Die ersten Probleme sind weg. Oh, er hat auch einen Sohn. Kann ich natürlich entscheiden. Hat jetzt Arctos Plus? Nein. Ich bräuchte jetzt echt Glück. Yeah, habe ich auch. So. Und dann Aurora Strahl und dann ist sein Yugong auch weg. Das ist nicht so einfach, da muss man schon strategisch da vorgehen. So. Weil ihr seht ja, wie stark Yugong und Lapras eigentlich erst ist. Jetzt hat er ja noch einen Lapras, das ist dieses Problem. Ja gut, jetzt macht der Aquaknarre, jetzt ist mein Yugong weg, ne? Okay, macht nichts, Freunde. So, einen Trost-Trumpf-Preis-Dingens habe ich noch. So, und zwar, hier muss man auch so vorgehen, natürlich mit Pech, leider, aber ich hätte es ihn sowieso zweimal angreifen müssen, also das hätte alles leider nichts gebracht. Oh Mann, das hier ist alles ein Albtraum. Mann, Pech hab wieder ich natürlich. Wie immer. Da muss man auch aufpassen bei solchen Attacken. Auf Dauer ist es nichts, ne? Oh, jetzt kommt er mit seinem Arctos. Könnte ich Glück haben, wenn ich Kopf ziehe? Ja, endlich. Geht doch. Ich habe nur noch 10 Züge. Ich muss bis dahin seine Pokémons erledigt haben. Was hat denn der da überhaupt noch alles? Oh, der hat ja noch sein Charniera und ein Ditto. Okay, gut. Aber ich sollte jetzt mal langsam in die Gänge kommen. Hoffentlich Kopf. Natürlich habe ich Pech. Auch gefährlich mit Chigi und das ist Taktik, dass er jetzt erst sein Ditto einsetzt.
Boah, ich muss ihn erledigen. Ich muss ihn jetzt auf jeden Fall klein kriegen, weil ich habe nur noch 8 Runden. Boah, das ist heiß. Das ist heiß. Komm schon. Alter, warum ziehe ich dauernd Zahl? Jetzt sind 2 meiner Pokémon am Arsch, glaube ich. Scheiße, das ist nicht gut. Okay. Ich weiß, was er vorhat. Das weiß ich ganz genau. Komm, Kopf. Verdammte Axt, endlich. Der wechselt jetzt sein Chanera? Nein, doch nicht. Boah, das war heiß. Das war gerade richtig heiß. Das war knapp. Der hat mich fast fertig gemacht. Du bist echt ein starker Gegner. Dass ich gegen dich kämpfen dürfte, Paul. Krass. Ich kann es gar nicht glauben, dass mein ausgezeichnetes Deck verloren hat. Ein beschämender Gedanke, aber es scheint, du bist besser als ich. Sehr gut, nun kommt der letzte Test. Oh Mann, der Uwe. Der ist krass. Ein spektakuläres Duell. Ich, Uwe, werde dein nächster Gegner sein. Dies ist das letzte Duell. Zeig mir was, aus welchem Holz du geschnitzt bist. Okay. Auf jeden Fall speichern wir ab. So, okay. Wie viel Zeit haben wir denn überhaupt noch? Okay, genügend. Lass uns das letzte Duell beginnen. Ein Match-Duell um 6 Preise. Großmeister Uwe, legendäres Dragoran-Deck. Okay, der Drachen-Pokémon. Also der wird safe Garados haben, Dragoran und solche Geschichten. Und das werde ich euch gleich sagen. Das wird nicht einfach sein, gegen ihn zu kämpfen. Okay, mit Glück. Aber wisst ihr was? Kein Problem, ich mache jetzt mein Arctos erstmal ready. Viele Wasserenergiekarten habe ich auch. Also, alles cool, Leute. Echt. Okay, da habe ich leider weniger Pech. Und Kangama hat er auch. Glurak. Genau, Glurak zählt ja auch als Drache, ne? Ich mach mein Yugong ready. Ich meine, ich freue mich vielleicht auch zu früh. Der wird seine anderen Pokémon safe auch ready machen. Also mal schauen, was er überhaupt auf der gegnerischen Seite hat. Okay, also Carpator, Glumanda sind jetzt erstmal nicht gefährlich, könnten aber gefährlich werden, weil der kann aus Carpator Garados machen und aus Glumanda Glutexo und Glutexo Glurak. Und dann wird es erstmal richtig gefährlich. Und Glurak kann auch richtig gefährlich werden, wenn er ganz viele Energiekarten hat. Also, es wird spannend, Leute. Aber erstmal, jetzt hier bei Kangama noch. Jetzt könnte er auch einen Dragoran zaubern. Ich weiß, was ich vorhab. Das werde ich auch so tun. Deswegen auch Kangama. Da kann er schnell seine Karten vom Deck holen, um seine ganzen Viecher ready zu machen schnell. Aber es ist mein Yugong ready. Es ist sehr gut. Ich fange jetzt mal einfach mit Aurora Strahl ein. Mach Kangama fertig und schau, dass ich die anderen schnell fertig mache. Weil, wenn er die erstmal entwickelt. Aha, schau, jetzt hat er schon sein Glutexo. Okay.
Okay, ich mache jetzt Arktos auch schnell ready. Gut, Kabatoy ist weg. Hoffentlich kein Dragonier, hoffentlich kein Dragonier, hoffentlich kein Dragonier. Boah, ich dachte jetzt schon, scheiße. Ich hab mich gerade. Das war ja schon fast ein Herzinfarkt, Leute. Okay. Was habe ich jetzt eigentlich alles so für Pokémon? Shiggy, 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 Shiggy. Das heißt, ich müsste ein Shillock ziehen. Jawolla. Da bist du, mein Freund. Bringt mir aber halt jetzt auch nicht weiter ohne meine Energiekarten, ne? Also gut, machen wir mal Dratini fertig, schnell. Ich kann mir vorstellen, dass das ein Glutex so... Okay, ich dachte, der wollte das zuletzt machen. Okay, der geht wieder strategisch vor. Was er natürlich auch machen darf, ist ja klar. So. Hoffentlich Kopf. Scheiße. Jetzt könnte er Konfusstrahl einsetzen. Hey, habe ich Glück gehabt. Habe ich Glück gehabt. Okay. Dafür ist jetzt mein Arktos ready. Okay, jetzt kommt sein Glutex zu. Scheiße, wir sind schon so weit. Heftiger Shit, auf jeden Fall. Wir nehmen mal Professor Eich. Zwecks Wasserenergiekarten für Turtok. Weil mein Yugong schafft es leider nicht mehr, aber wisst ihr was? Das zieht 100 ab, weil Wasser und Feuer vertragen sich nicht gut, meine Freunde. Okay, wenn das eine Yugong jetzt stirbt, ist auch wurscht. So, Arktos! Yeah! Blizzard! Bam! Okay, also eins sage ich euch, ich fand jetzt ihn einfacher. Tatsächlich. Aber ich habe jetzt auch Glück gehabt. Muss ich auch dazu sagen. Wir haben aber noch einen kleinen Haken. Das war nicht der letzte, Leute. Nein. Da kommt noch einer. Was? Das? Jetzt? Selbst ich, Uwe, wurde besiegt. Wunderbar, das ist wunderbar. Herzlichen Glückwunsch, Stefan. Du hast bewiesen, dass du der wahre Erbe der legendären Pokémon-Karten bist. Außer, es gibt ein Problem. Es gibt da jemand, der uns ebenfalls besiegt hat. Gegen ihn musst du auch antreten. Yeah, richtig gesehen. Ich bin es, Ronald. Ich habe die legendären Pokémon-Karten bereits geerbt. Nein, Ronald, das ist nicht erlaubt. Auch er hat sich das Recht erworben, die legendären Pokémon-Karten zu erben. Ronald, Stefan, die Regeln sagen, ihr müsst gegeneinander antreten, um zu entscheiden, wer der Erbe der legendären Pokémon-Karten wird. Gut, Uwe. Ist dein Deck bereit? So, okay. Okay, da speichere jetzt ich auch mal ab. Gut. Okay, lass uns das alle entscheidende Duell beginnen. Ich war zuerst hier. Die legendären Pokémon-Karten gehören mir. Das werde ich dir schon beweisen. Es ist ein Match-Duell mit 6 Preisen. Los geht's. Ronald, legendärer Ronald-Deck. Ronald ist auch gefährlich, weil er hat jetzt in dem Fall, ihr habt es ja gerade, also wie ich es euch gerade gesagt habe, er hat jetzt gerade die legendären Karten gewonnen. Das heißt, er hat Arktos, Lavados, Zapdos, er hat Dragoran. Das ist heiß. Das ist richtig heiß. Also der Kampf wird... Das ist heiß. Aber wisst ihr, was noch heiß ist? Mein Yugon, das ich gezogen habe. Okay.
Alles gut, kriegen wir hin? Jawolla. Also Goldini ist jetzt ein Opfer von mir? Oh, Jungs. Energieabsaugung ist was, was mich immer so nervt, aber richtig. Naja, aber wisst ihr, was mit was ich ihm nerv? Ich habe jetzt Yugong und Starmie in meinem Deck. Hoffentlich kann ich die auch rechtzeitig ready machen. Muss sie noch mal kurz überprüfen. Ah ja. Passt doch. Im nächsten Kampf ist schon mein Yugong ready. Dann geht's ab, Alter. Eins nach dem anderen. Also ich hoffe, ich stelle mir das auch so vor. Weil wenn er jetzt da sein Arctos ready macht und... Das könnte schon Probleme machen hier, meine Freunde. Also... Ja, ja, klar. Der macht jetzt schnell seine anderen Pokémon ready, ne? Also der Kampf ist echt gespannt. Also... Jetzt mache ich natürlich mein Starmie auch ready. Der hat Arctos. Das ist heiß. Das ist heiß. Also der Kampf, der wird spannend. Auf jeden Fall, Leute. Okay, Evoli, du bist weg. Okay, jetzt kommt dieses Ding hier. Zweimal Kangama. Mhm. Kangama benutzt als Überbrückung. Ihr wisst Bescheid. Okay, das heißt... Die nehme ich dir jetzt weg, mein Freund. Aurora Strahl! Boah, mit viel Glück. Aber nur mit viel Glück. So. Ich glaube, es sieht gut aus. Ich habe jetzt seinen Kangama auch schon gepoppt. Oh, jetzt kommt er mit dem nächsten Kangama daher. Ja, klar. Das braucht er, um sein Deck besser vorzuziehen, ne? Also gut. Zweimal Aurora Strahl, dann ist dieses Kangama auch weg. Der hat irgendwas Fieses vor, das weiß ich. Das kann nicht alles gewesen sein. Also, das würde mich wundern, ne? Wobei ich Ronald die letzten Male echt gut weggesteckt habe. Also. So, jetzt muss ich aufpassen mit dem Ziehen der Karten. Ich könnte einen Shillock ziehen, wenn ich Glück habe. Ja. So, Ronald, um dein Gewissen noch besser zu beeindrucken, habe ich jetzt Shiggy zu Shillock gemacht. So, drei Pokémon noch. Er hat aber einen Arctos. Er hat aber keine Wasserenergiekarten, habe ich gesehen. Oh, Gott sei Dank. Oh Mann, wie oft will denn der das noch ziehen, ey? Der will mich bloß lähmen, dass ich nicht angreifen kann. Okay, jetzt muss ich aber schauen, dass es zack geht, weil sonst macht er sein Arctos ready und dann habe ich echt Schwierigkeiten. Okay, Lavados. Ich meine, ihr müsst ja logisch denken, wenn er Lavados, Arctos, Zapdos in seinem Deck hat und Dragoran und sowas, der braucht ja für die alle Energiekarten. Wie sollen der die so schnell herbekommen? Also, eigentlich kann sein Deck nur scheiße gemischt sein. Na gut. Also, ich glaube, den überlebe ich jetzt auch noch. Wir machen Eisstrahl, hoffentlich mit Glück. Nein, leider mit Pech.
Okay, der hat einen Dratini, der hat einen Flamara. Okay. Okay, also schnell weg mit euch. Ich muss nur noch zwei Pokémon von ihm erledigen. Dann ist der Herzinfarkt für einen kurzen Moment weg. Also Pokémon Dom macht Herzinfarkt. Okay. Boah, der nimmt... Alter, der ist fies. Der ist fies. Der greift an und nimmt mir die Energiekarte einfach weg. Okay. Ich glaube, der will noch schnell einen Dragoran zaubern. Bam. Wir machen jetzt erstmal seinen Lavados weg. Bam. Okay. Also, jetzt muss ich nur noch ein Pokémon von ihnen erledigen. Okay, das ist ein Arctos, das noch nicht ready ist. Könnt mir aber vorstellen, der könnte es schnell wechseln. Bin jetzt echt nur mit Yugong hingekommen. Also, da habe ich echt Glück gehabt bei dem Kampf. Okay. Also gut. Muss schauen, dass das Arctos jetzt wegkommt. Ich meine, eigentlich habe ich gegen Dragoran Chancen. Also, aber schaut her. Ich bin der Pokémon-Dom-Meister. Ab jetzt. Yeah, Leute, wir haben das Spiel gerade durchgespielt. So. Nein, wie? Ich habe verloren. Tut mir leid. Die legendären Pokémon-Karten haben sich für Stefan entschieden. Die legendären Pokémon-Karten entschieden aus Ronalds Deck. Nein, meine legendären Pokémon-Karten. Nein, nein. Der tut mir schon irgendwie leid, ne? Herzlichen Glückwunsch, Stefan. Du bist ein wahrer Kartenmeister und es wird die legendären Pokémon-Karten zu erben. Die legendären Pokémon-Karten erkennen dich als ihren wahren Meister an. Schreite durch die Halle der Ehre, erbe die legendären Pokémon-Karten. Ah, ab hier kann ich jetzt wieder selber laufen. Oh. Außer es kommt jetzt gerade in dem Moment und will jemand gegen mich kämpfen und ich verliere gegen den, ist er jetzt Pokémon-Meister, aber das passiert gerade nicht. Die vier legendären Pokémon-Karten schwimmern in der Luft. Stefan erhält die legendäre Level 37 Lavados-Karte. Yeah! Stefan erhält die legendäre Level 37 Arctos-Karte. Ja! Und Stefan erhält die legendäre Level 68 Zapdos-Karte. Ja! So. Stefan erhält die legendäre Level 41 Dragoran-Karte. Ah, ist das geil! Die legendären Pokémon-Karten sprechen zu dir. Du, der uns geerbt hast, großer Kartenmeister. Unser Meister darf nicht vergessen, unser Erbe macht dich nicht ohne weiteres zu einem Pokémon-Kartenmeister. Ein wahrer Pokémon-Kartenmeister hat das Talent, die Eigenschaften der Karten weise zu nutzen und den Mut, gegen starke Gegner anzutreten, an. Erster Stelle aber steht die Liebe zum Pokémon-Sammelkartenspiel. Egal ob Sieg oder Niederlage, nun stehst du am Anfang eines neuen Weges. So durchgespielt. Also Ronald tut mir ein bisschen leid, weil er hatte gerade die Karten gehabt und die habe ich ihm weggenommen, aber leider besagen die Regeln, dass wer gewinnt, die Karten erbt und ja, ich habe gegen Ronald gewonnen und so ist es. So. Ich habe das Spiel durchgespielt. Ach ja, Leute, ich habe mir gestern eine Xbox geholt, eine alte Xbox. Ey, die ist sehr geil. Wenn ich mehrere Spiele habe, präsentiere ich die euch in meinen YouTube-Kanal. Und ja, was haltet ihr von der alten Xbox? Natürlich ist die Xbox One besser, aber ich habe schon eine PlayStation 4. Ich war schon immer PlayStation-Typ. Aber die alte Xbox, die müsste ich mir holen, weil das hat halt einfach Oldschool-Erfahrungen und ja, da kann man sogar noch GTA spielen. GTA San Andreas. Das hole ich mir auch noch, das Spiel.
Und ja, ich werde das euch mal präsentieren, wenn ich mehrere Spiele habe. Auf jeden Fall. So, jetzt kommen hier die ganzen Booster-Packs. So, Sichlor, Arctos, Mewtwo, Aerodactyl. Und ja, da ist Ishiharas Haus. Da habe ich mit ihm noch keine einzigen Pokémon-Karten getauscht. Leider, da sind wir nicht dazu gekommen. Und Inakumi haben wir auch nicht gefunden. Sind wir auch dazu gekommen, leider. Da oben ist er. Das ist der Inakuni. Der war da gerade da oben. Oben beim Schrank. Mit diesem komischen Teddybär-Overworld. Das ist so ein japanischer Sänger damals gewesen. Der war ein Pokémon-Maskottchen. Also Pokémon-Figur halt. Und ja, er hat halt Werbung dafür gemacht, ne? Ob es ihn heute noch gibt, weiß ich nicht. Und ja, wenn man gegen ihn kämpft, sehr schwacher Gegner, den macht man schnell platt. Also eigentlich einer der schlechtesten Gegner im Spiel. Und ja, so ist das. So, was gibt's noch zu berichten? Ja, ich werde mal in Silvester wieder in Köln sein. Mal schauen, ob es da auch wieder ein YouTube-Video gibt. Also auf jeden Fall ein Video, wo ich ein Spiel holen werde. Und so kommt noch ein Vlog raus. Ich werde noch eine Stadt besuchen. Und ich muss noch einen Kochwunsch erledigen. Den habe ich jetzt viel zu lange hergezogen. Was ich aber koche, bleibt auch noch geheim. Bleibt eine Überraschung. So. Ja. Mal kochen, da das mag jeder, wenn man kocht. Das macht Spaß. Ich kann halt kochen, ne? Okay. Genau, jetzt sieht man hier nochmal den Pokémon-Dom. Und die Siegeshalle. So, Nintendo, Quatcher, Game Freak, Media Factor, Hansen Soft. Spiel beendet. Ich glaube, ich kann mir jetzt noch ein Deck aussuchen. Okay, jetzt bin ich hier. Herzlichen Glückwunsch, Stefan. Ich habe gehört, du hast die legendären Pokémon-Karten gehabt. Die Stärke eines Decks hängt nicht von einer einzelnen Karte ab, sondern wie geschickt du diese eine Karte einsetzt. Die Kraft der legendären Pokémon-Karten hängt allein von dir ab. Du musst ein geschickter Kartenmeister werden. Okay. Ich check jetzt hier nochmal schnell meine E-Mails ab. Okay, wieder ein Zapdos gezogen, Killer. Okay. Komm, das machen wir noch schnell. Jetzt bin ich wieder rausgegangen. Okay, Killer. Oh Mann, hopp, raus jetzt. Also, E-Mail 13. Jawolla. So. Okay, nichts Besonderes, was mich interessiert. Mewtwo Labor Deck. Kickly ist gut. Okay. Also. Okay. Leute, das hat mir sehr viel Spaß gemacht mit Pokémon Trading Card Game. Leider ist das jetzt schon der letzte Part vom Pokémon Trading Card Game. Das ist das Ende. Das Spiel ist durchgespielt. Und ja, schreibt unten in den Kommentaren, was man noch so Let's Playen könnte. Man kann sehr viel Let's Playen. Und ich Let's Play am liebsten diese Retro-Spiele. Die machen halt am meisten Spaß, weil ich sie schon in der Kindheit durchgespielt habe und sie mit euch teilen will, diese Retro-Spiel-Let's Plays. Und ja, würde mich freuen, wenn ihr wieder einschalten würden.
würdet Daumen hoch, Daumen runter, wem es nicht gefallen hat, ein Abo dalassen und bis zum nächsten Mal. Peace, meine Freunde. Ciao.